Moin Freunde, neue Season kommt, 10 Tage sind es nur noch, wir haben super viele Infos, Leaks, Gerüchte, Fakten, Bilder, alles mögliche und ich werde versuchen euch das so kurz wie möglich in einem schönen Video zusammenzufassen, so dass wir alle auf dem gleichen Stand sind. Fangen wir an mit den Zombie-Maschinen, die überall aktuell oder Zombie-Automaten auf der Warzone-Map erscheinen. Man kann diese Zombie-Automaten an verschiedenen Stellen in Warzone mittlerweile finden, unter anderem im Krankenhaus. Für mich gibt es für diese Zombie-Automaten nur zwei Möglichkeiten, warum sie da sind. Das erste, es wird für die neue Season und für die neue Warzone-Map einen Bereich vorbereitet sozusagen, wo nachdem die Rakete dann irgendwo einschlägt und wir die neue Season bekommen, oder die neue Warzone-Map auf jeden Fall, dass da irgendwo auch ein kleiner atomar verseuchter Bereich ist sozusagen, wo man mit der Gasmaske hinlaufen kann, wo Zombies erscheinen. Ähnlich so, wie wir es im Blackout auch schon hatten. Die zweite Option ist, dass das eine Vorbereitung ist für diesen neuen Zombie-Open-World-Modus, der ja auch schon geleakt worden ist, der ja demnächst kommen soll. Das heißt, das erste Mal, dass wir in Cold War bzw. in Call of Duty einen Open-World-Zombie-Modus haben. Ich bin gespannt, wie der aussieht. Zombies generell bin ich kein großer Fan von. Es macht in Cold War allerdings Spaß. Das heißt, es könnte was Cooles für die Zombie-Community sein und auch an euch soll ja gedacht werden. Wir wissen ja schon lange bei der neuen Season bzw. bei der neuen Warzone-Map, dass wir viele Maps aus dem Fireteam Dirty Bomb-Modus bekommen. Viele von diesen einzelnen Maps werden kleine Teile von der neuen Verdansk-Map sein oder wie auch immer die Warzone-Map dann heißen wird. Bisher war die Vermutung eigentlich, dass es Ende Februar soweit ist. Nach jetzigem Stand der Gerüchte und Infos, die wir haben, läuft es aber eher darauf hinaus, dass wir die neue Warzone-Map Ende März, Anfang April erhalten. Das heißt, pünktlich zur Season 3 wäre die neue Map dann sozusagen spielbar und verfügbar. Sollten wir neue Infos darüber bekommen, wann genau, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Für viele von uns ist es glaube ich so, dass Verdansk sich eigentlich ausgespielt hat, was wirklich schlimm ist, weil es erst ein Jahr ist, beziehungsweise schon ein Jahr, wenn man es aus Entwicklersicht sieht. Und es ist schon ein Jahr vergangen und wir haben eigentlich keine wirklichen Updates zur Map an sich bekommen. Außer ganz kleine Bereiche wie zum Beispiel die U-Bahn oder ähnliches. Aber eine neue Map, finde ich, in einem Battle Royale sollte öfter kommen als alle 1 bis 1,5 Jahre. Wir bekommen auf jeden Fall die neue Map. Wann ist etwas in den Sternen noch aktuell? Wir vermuten Mitte, Ende März, spätestens Anfang April. Wir bekommen in Modern Warfare und dadurch auch in Warzone 3 neue Waffen. Das ist einmal die CX-9, eine MP, die sieht aus wie die Scorpion und schießt auch wie die Scorpion. Und jeder von euch, der nicht weiß, was die Scorpion war, kauft hier andere alte CODs und zockt, dann weißt du es endlich. Wir bekommen die LHAS-LMG oder die RAL-LMG. So wie sie aussieht, extrem hoher Schaden, extrem niedrige Feuerrate, extrem wenig Rückstoß dabei. Ist also wirklich eine Waffe, die man in Warzone gut spielen kann. Gerade für Long-Range-Sachen ist das eine gute Waffe. Wie sie sich nachher in Modern Warfare spielt, werde ich, um ehrlich zu sein, nicht testen, weil es mir egal ist. Ich mag Modern Warfare nicht, ich will es nicht spielen. In Warzone könnt ihr die Waffe dann später aber natürlich trotzdem hochleveln. Die dritte neue Waffe in Modern Warfare, die dann auch in Warzone spielbar ist, ist die Psykov. Das ist eine Handfeuerwaffe. Diese Psykov sieht erstmal nicht speziell aus, ihr könnt sie aber aktuell genauso wie die CX-9 freischalten und testen, wenn ihr das wollt. Mit der Psykov müsst ihr in 5 verschiedenen Runden einfach 4 Leute mit einer ganz normalen Handfeuerwaffe töten, dann könnt ihr die Psykov in dem Survival-Modus spielen und testen. Ihr könnt sie aber, Vorsicht, nicht leveln. Mit der CX-9 ist es ähnlich, in 5 verschiedenen Runden müsst ihr jeweils 2 Gegner per Weitschuss mit einer MP töten und kriegt dann die Möglichkeit mit dieser Waffe auch im Survival-Modus rumzuhantieren, um zu gucken, wie sie ist, wie sie aussieht, wie sie klingt. Bei der CX-9 gibt es jetzt erstmal nichts Spezielles, was man da erwähnen muss, außer hohe Feuerrate, wenig Schaden, hoher Rückstoß, also für Warzone, ich denke immer schon an Warzone, eine MP würde ich sagen, für Close Range, die vielleicht der MAC-10 oder früher den Diamatis als Akimbo ein bisschen Konkurrenz machen kann. Wie sie genau dann aber wirklich sich verhält, werden wir erst sehen, wenn das Schadensprofil klar ist. Die Psykov hingegen hat, obwohl sie erstmal nicht besonders aussieht, 3 extrem krasse Dinge, die wir irgendwie mal im Hinterkopf behalten sollten.
Die erste ist, wir können verschiedene Aufsätze nehmen, die aus dieser Waffe eine völlige OP-Waffe macht. Das erste, wir können den vollautomatischen Modus draufschalten. Das heißt, sie feuert dauerhaft. Ihr braucht nur R1 drücken. Oder, was ich auch bei manchen gesehen habe, die schießen mit R2. Und das finde ich sehr eigenartig. Auf jeden Fall, wir haben auch die Möglichkeit, dort ein 80-Schuss-Magazin reinzutun. Ich weiß nicht genau, wie das bei einer Handfeuerwaffe funktioniert, aber ihr könnt vollautomatisch mit 80 Schuss schießen. Was wir noch können, und das haben wir in den Leaks gesehen, unter anderem habe ich ein Twitter-Video davon veröffentlicht, ihr könnt mir da gerne folgen, wenn ihr wollt, da hat die Psykov auch eine Akimbo-Version. Das heißt, ihr könnt Akimbo vollautomatisch 80 Schuss pro Magazin. 160 Schuss vollautomatisch Handfeuerwaffe. Wenn ihr mich fragt, klingt das zu 100% danach, dass wir wieder eine Handfeuerwaffe wie die Diamatis bekommen, die völlig OP in Warzone reinkommt und dann 8 Wochen später irgendwann erst genervt wird. Wir bekommen 4 neue MW-Maps. Hillhouse, Tollhouse, Drainage oder Drainage, ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht, und eine vierte, die ich zwar gesehen habe, die ich aber vom Namen her nicht gefunden habe. Das heißt, wenn ihr wisst, wie die vierte neue MW-Map heißt, könnt ihr mir das gerne unten in die Kommentare schreiben und ich werde es dann einfach in der Videobeschreibung mit hinzufügen. Diese 4 neuen Maps sind für alle von euch, die Modern Warfare feiern, natürlich eine schöne Abwechslung. Jetzt, wo Season 1 von Black Ops Cold War fast durch ist und jeder, der Black Ops Cold War spielen wollte, sich auch mittlerweile gekauft hat, können sie natürlich mit Infinity Ward und Activision sich darum kümmern, dass auch Modern Warfare noch ein bisschen Support bekommt. Wir bekommen für Black Ops Cold War ebenfalls neue Waffen. Die LC-10, das ist eine MP. Die Schaufel, die Machete und die NTV Bolt Action 50 Kaliber Sniper. Es ist eine Sniper, die aus dem realen Zeitalter, also aus dem realen Leben nachempfunden wurde, wird bei Activision mit Sicherheit anders heißen oder bei Treyarch, denn Activision ist natürlich nicht bereit dafür, für diese Namens- und Markenrechte wie Heckler und Koch G36 oder was weiß ich, was man da alles hat, Geld für zu bezahlen. Das heißt, für die Sniper-Community, für euch endlich mal wieder gute Neuigkeiten. Ihr bekommt eine neue Sniper. Und ich hoffe und gönne es euch von Herzen, dass die gut ist, dass man damit spielen kann. Und ich hoffe für mich, dass ich damit nicht andauernd auf Range weggefickt werde. Wie in Season 1 bereits, bekommen wir auch jetzt wieder eine neue DLC-Streak. Bei der Season 1 war es ja der Harp, den wir dazu bekommen haben. Jetzt ist es so, dass wir den Flammenwerfer dazu bekommen. Der Flammenwerferreiniger ist bekannt aus Black Ops 3, ist bekannt aus Black Ops 4, ist bekannt eigentlich schon seit Ewigkeiten. Ich weiß immer noch nicht warum man Streaks als DLC-Packages immer mit den Seasons umsonst rausgibt, warum man diese Streaks nicht von Anfang an einfach im Game lässt, aber wahrscheinlich wissen sie, dass sie im Zeitplan hinterherhängen, schaffen es zu den Seasons mit Sicherheit nicht immer noch weiteren Content zu bringen. Also haben sie aus dem Kerngame von Anfang an einfach die Sachen rausgenommen und wir kriegen sie stückchenweise vor, serviert sozusagen, dass wir sie dann konsumieren können. Das heißt, der Flammenwerferreiniger wird jetzt mit der Season 2 reinkommen als neues Streak. Es gibt aber aktuell keine Infos, wie teuer er ist, was er kann oder was er macht. Dazu bekommen wir in Black Ops Cold War 2 neue Maps. Die erste Map heißt Dune, die zweite heißt Echolon. Diese beiden neuen Maps sind vor ein paar Tagen das erste Mal gefunden worden. Und so wie es aussieht, gibt es Dataminer, die diese Maps anscheinend auch schon spielen können. Wie genau sie das machen, weiß ich nicht. Ich weiß es leider auch nicht. Ich darf die Images aber nicht hier im Video zeigen. Denn YouTube ist, ich sag mal, kein rechtsfreier Raum und Activision ist bei Content Creatorn scharf hinterher, die geleakte Images bei ihnen in Videos zeigen. Selbst wenn ich nicht derjenige bin, der diese Images aktiv sozusagen rausgesucht hat. Das heißt, wenn wir diese ganzen Sachen zusammenfassen, bekommen wir neuen Content für Warzone, neuen Content für Modern Warfare, wir bekommen neuen Content für Black Ops Cold War, alles so ein bisschen gemischt. Die neue Season wird in 9,5 Tagen offiziell da sein. Das heißt, dann werden wir auch noch neue Waffen für den Season Pass sehen, von dem wir bisher anscheinend noch nichts wissen. Das heißt, es kommt neuer Content für alle Content Creator da draußen, ein gutes Zeichen. In diesem Sinne muss ich euch auch noch eine kurze Info geben.
Die allererste Info, ich kann nicht verstehen, wenn ihr noch nicht abonniert habt und seit 28 Tagen schaut. Also guckt mal, ob unter euch der Abonnieren-Button auch schon die richtig schöne graue Farbe hat. Wenn das noch nicht hat, macht das doch gerne jetzt. Ich persönlich würde mich riesig drüber freuen. Die zweite Sache, lasst doch gerne ein Like fürs Video da, wenn euch die Infos weitergeholfen haben. Und die letzte und dritte Sache, ich werde heute Abend im Stream ab 18.30 Uhr auf eure Kanäle, auf eure Videoeinsendungen reagieren. Das heißt, wir werden uns coole Channels hoffentlich angucken. Wenn ihr ein Lieblingsvideo habt, was ihr auf YouTube feiert, es ist völlig egal, was es ist. Ein Gaming-Video, ein Beauty-Video, tut mir das bitte nicht an. Egal, was ihr da nehmt, ihr könnt in meinen Discord-Channel, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, einfach reingehen. Da ist extra für euch ein Kanal eingerichtet, ein Unterchannel, ein Raum sozusagen für Reacting-Links. Die könnt ihr da reinschicken und ich gucke mir sie heute Abend im Twitch-Stream live ab 18.30 Uhr an. Ich hoffe, das wird eine schöne Zeit. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne, ich bin raus. Haut rein.